Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um NCPA-Sicherheit. Und ja, NCPA-Sicherheit bedeutet, kann ich mehrere Nachrichten hintereinander verschlüsseln und ist es dann immer noch sicher, beziehungsweise wie kann ich das machen, dass es immer noch sicher ist? Und zwar mit demselben Key, also ohne dass ich mir mehrmals hintereinander einen Schlüssel irgendwie ja, generieren muss. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, in der symmetrischen Kryptographie war das echt ein Aufwand. Wir haben da irgendwelche Output-Feedback-Modes und so weiter eingeführt, damit wir hier irgendwie CPA-Sicherheit bzw. CCA-Sicherheit am Ende hinbekommen haben. Und in der Public-Key-Kryptographie ist das Ganze ein bisschen leichter. Es gibt natürlich auch hier ein Spiel dazu und das möchte ich mit euch heute mal angucken. Beziehungsweise auch den Beweis, wie das dann funktioniert und so weiter und so fort. Aber das schauen wir alles mal. Okay, also hier ist der Challenger mal wieder, wie immer. Der generiert sich den Public Key und den Secret Key aus dem Gen-Algorithmus. Gen von N. Ihr erinnert euch, ich schreibe das hier jetzt alles sehr allgemein auf. Das gilt nämlich für alle Verfahren. Also ob ich jetzt hier Cramer-Shup benutze, oder ob ich RSA benutze oder ob ich später Mac Elise benutzen werde, ist völlig egal. Ja, okay. Und dann generieren wir uns mal wieder ein Bit B aus 0 und, upsala, 0 und 1. So. Und ja, dieses Bit, das ist sozusagen alles, was ich brauche. Und diese Public Key, Secret Key sowieso. Was jetzt mein Gegenüber bekommt, ist Folgendes. Wir geben ihm den Public Key und wir geben ihm ein LR-Orakel. Dieses LR-Orakel braucht noch einen kleinen Index, nämlich den Public Key. Nein, ich möchte, dass das groß geschrieben wird. Danke sehr. Den Public Key und das Bit B. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, what the fuck ist das? Erkläre ich euch sofort. Immer noch groß geschrieben. Hör jetzt auf. Mein Gott. Also wirklich, okay. So, hier drüben ist der Angreifer, der mal wieder das Ganze brechen möchte, wie immer. Der Angreifer möchte immer alles kaputt machen, aber ist ja auch ganz gut, denn vielleicht möchte es wirklich mal jemand kaputt machen und ja. Okay, und was der Angreifer wie immer zurückschickt, ist ein Bit B'. So, dieses Bit B' muss gleich sein wie B, dann hat unser Angreifer gewonnen und ansonsten haben wir gewonnen. Jetzt zu diesem komischen LR-Orakel. Das LR-Orakel nimmt hier zwei Eingaben, wie wir sehen können. Hier sind zwei Punkte, also einmal links und einmal rechts. Deswegen LR, Links-Rechts-Orakel. Und wenn unser Angreifer jetzt hier Nachrichten reinpackt, also sowas wie M, ja, M oder M-Strich, dann wird je nachdem, welches Bit hier gewählt ist, wenn das Bit B0 ist, das haben wir hier übrigens gezogen, wenn dieses Bit 0 ist, dann wird immer die linke Nachricht zurückgegeben, verschlüsselt. Und wenn das Bit 1 ist, was wir gezogen haben, dann wird die rechte Nachricht verschlüsselt, zurückgegeben. Und unser Angreifer, immer noch groß geschrieben, mein Gott, unser Angreifer hat jetzt hier die Möglichkeit, der kann sich überlegen, okay, ich darf mich hier irgendwelche Nachrichten reinpacken. Und die kommen dann verschlüsselt zurück. Ich kann schauen, was passiert und wie verändert sich irgendwas. Aber es kommt immer dieselbe Richtung sozusagen zurück. Also immer entweder links oder es kommt rechts zurück. Aber er weiß es nicht, ob links oder rechts zurückkommt, sondern nur das Orakel macht es eben für ihn. Okay. Und ja, er hat gewonnen, wie gesagt, wenn er dieses Bit B hier rausfindet. Das ist das NCPA-Spiel. Das heißt, er kann sozusagen beliebig viele Nachrichten anfragen. Und bekommt dann aber auch trotzdem immer wieder dieselbe Nachricht, also dasselbe links oder rechts zurück, nur halt verschlüsselt. Was wir direkt daraus folgern können, wenn A, also unser Angreifer, das nicht rausfindet, dann ist Folgendes sicher, nämlich die Verschlüsselung eng-Strich, nenne ich es jetzt mal, die den Public Key nimmt und die Nachricht M, wobei wir M aufteilen, weil M jetzt in dem Fall einfach zu lang ist, in M1. Bis hin zu ML. Okay? Also wir haben hier jetzt eine Nachricht, die wir aufteilen in mehrere kleine Unternachrichten. Und dieses Verfahren ist sicher, sobald, also wir können einfach hier machen, eng von PK, M.
1 und so weiter und so fort. Die hängen wir einfach alle hintereinander. Also hintereinander hängen bedeutet das hier. Oder mit Kommata, ist ja völlig egal. Okay, ML in dem Fall. Okay, so, das bedeutet, unser Verschlüsselungsalgorithmus für zu lange Nachrichten ist einfach folgender. Wir nehmen jedes, oder wir teilen die Nachricht auf. Im Notfall padden wir sie hinten dran noch, damit sie auf die richtige Länge kommt. Und wir verschlüsseln die Nachrichten jeweils einzeln. Und das ist im Prinzip genau das Spiel hier oben. Das ist das Spiel zu diesem Verschlüsselungsalgorithmus für beliebige Anzahlen an Nachrichten. Mit demselben Schlüssel wohlgemerkt, ne? Okay, der Beweis dafür ist mehr oder weniger kompliziert, aber ich möchte ihn trotzdem mit euch machen. Und zwar im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden und heute war es mal wieder ein bisschen entspannter. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!